Wahl ist tot. Und wir müssen den anderen nun Bericht erstatten. Außerdem haben wir Beta verloren. Aber es war nicht alles schlecht in Gemini. Wie geht es nun weiter? Wer verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey! Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaru zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia. Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor, hä? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Zenith ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Baal sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun, immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen. Und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hekaru bei und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte, legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Zuallererst sollte ich mal nach So sehen. Es klang wichtig. Definitiv. Aber wir können auch mal ganz kurz hier reinsteppen und weitere Überbrückungen konfirmen. Den Panzerschnapper. Den Pirscher. Die Stachelschnauze. Den Versänger. Aber nicht die Frostklaue. Ah, nee, Feuerklaue ist das, okay. Ja, dann haben wir ja einen weiteren Grund, um die noch herauszufordern. Aber läuft gut, was das angeht. Was haben wir hier Schönes? Mhm. Nice. Jetzt zu Su. Oh, ist das ein Grab für Wahl?
Hat sie schön gemacht. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Wenn grüne Gliedmassen welken, Wurzeln faulen im Schnee, wächst doch der Samen so sicher wie der Stein. Aus Tod entsteht neues Leben. So ist es mit dem Land und so ist es auch mit uns. Ich erwarte ein Kind, Aloy. Oha. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie danken. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Leb wohl, Val. Ich verspreche, ich passe auf sie auf. Ich komme wieder, wenn ich kann. Aber jetzt? Ich muss zum Fabrikationsterminal, um die Überbrückung auf meinem Speer zu installieren. Dann werde ich sie gegen einen Sonnenflügel einsetzen und Regala ein einmaliges Willkommen bereiten. Das mit dem Kind macht die Sache nochmal um einiges schlimmer. Rest in Peace, Val. Aber sehe ich richtig, dass wir jetzt endlich fliegen können? Und es wird doch mit einem Sonnenflügel sein. Okay, das enttäuscht mich ein bisschen. Weil wir eigentlich schon krassere Flugmaschinen angetroffen haben. Jetzt ist es doch nur diese kleine. Aber besser als nichts. Die Frage ist, habe ich die Sachen dafür? Oder bekommt man die automatisch? Bekommt man wohl automatisch. Okay.
Überbrückung installiert. Jetzt brauche ich einen Sonnenflügel. Ich glaube, oben auf dem Berg nisten ein paar. Ja. Da oben haben wir sie zum ersten Mal angetroffen. Jetzt können wir sie überbrücken und gleich fliegen. Das geht alles gerade ein bisschen schnell. Oh, ich werde hier zu einem Eiszapfen. Okay. Ich muss einen Sonnenflügel überbrücken. Am besten den Berg hinauf. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Er wusste noch nicht mal was davon, ja. Das ist echt bitter. Er ist einfach gestorben, ohne zu wissen, dass er Vater wird. Wobei ich mich auch gerade frage, ist das vielleicht besser so? Also aus seiner Sicht jetzt. Schwierig. Die Fledermaus wäre nice gewesen. Genau. Dieses Ding, was wir mal als Boss hatten. Sehe ich genauso. Gut. Da oben sind Sonnenflügel. Ich muss mich ihnen leise nähern. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Aber wir genießen es jetzt trotzdem. Das wird ein epischer Moment. Geschafft. Oh yeah. Oh. Wow. Okay, tatsächlich. Nachdem es gerade wie Sau geleckt hat, hat ein Reload geholfen. Gut. Dann jawohl. Wollen wir jetzt zum Langhals. Schwindelig. Tilda, ich bin in der Luft. Dann solltest du eine Energiezelle aus einem der alten Horus-Titanen holen. Aber erst musst du die mit einem Impuls aktivieren. Ich habe dir eine Software geschickt. Um sie zu nutzen, musst du eine der Kommunikationsmaschinen, die du Langhals nennst, überbrücken. Mitten in der Wüste gibt es eine, die du nehmen kannst. Mach ich. So ist das doch schon viel besser. Yeah. Und Barrel Roll. Da kann Star Fox noch was lernen. Das muss die Hauptstadt des Wüstenclans sein. Ich kann sie in voller Größe sehen. Der Langhals müsste im Süden sein. Da ist er. Das ist der, den wir mal lokalisiert haben, aber nicht raufkamen. Da ist der Langhals. Ich muss auf seinem Kopf landen. Müsste gleichzeitig auch der letzte sein. Bisschen an Höhe gewinnen, weil uns haben irgendwelche Feinde gespottet. Wenn die ebenfalls fliegen können, dann könnte es gefährlich werden. Kerem, danke dir für 50 Münzlis. Wie lande ich mit diesem Ding? Absolut ehrenhaft. Bus geht raus. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und landen. Punkt genau. Geschafft. Du musst es nur überbrücken. Okay, Tilda, ich habe den Langhals überbrückt. Gut, dann sind die Energiezellen jetzt bereit. Sammle bei einem Horus eine ein. Nordwestlich deiner Position müsste einer sein. Wenn du die auf Regalas Maschinen fallen lässt, ist da ganz schön was los. Danke für die Hilfe. Ich habe dir gesagt, dass ich helfen will. Was? Ich kann die jederzeit rufen? Okay, solange einer überbrückt ist, können wir den tatsächlich immer rufen. Oha! Wow! Daran muss ich mich noch gewöhnen. Okay, krasser Hype.
Basti himself, danke dir für die Ehrenmitgliedschaft. Komm, schneller, schneller, schneller! Wir haben einen weiten Weg zu dieser Horus-Energiezelle. Ich hätte auf jeden Fall Lust, auch noch durch den Dschungel zu fliegen. Regala greift den Hain mit aller Macht an. Das wird was. Vorhin hat auch noch Regina Blümelhumer die Ehrenmitgliedschaft aktiviert. Ich danke dir sehr für den Support und wünsche viel Spaß. So, wo genau finde ich jetzt diese Energiezelle? Kann ich hier einfach landen? Da ist die Energiezelle. Auf dem Rücken des Titan. Ach so. Ah ja. Oh, ich muss gar nicht absteigen. Ich kann sie auch so aufsammeln. Cool. Der Impuls vom Langhalt sollte alle Energiezellen in der Region reaktiviert haben. Jetzt sollte ich bei jedem Horus mehr finden können. Die könnten nützlich sein. Selbst wenn ich mit Regala fertig bin. Okay, wir kommen so auch schon ein bisschen rum in der Welt. Heftig. Die Render Distance ist der Hammer. Ja, auch wenn es gerade ein bisschen neblig ist, aber ich glaube, das ist Pech. Hängt von der Tageszeit ab. Aber es ist wirklich ein cooles Gefühl. Obwohl der Controller ein bisschen mehr Feedback geben könnte. Das war bei Ratchet & Clank, wenn ich mich richtig erinnere, etwas immersiver. Aber es ist trotzdem sehr nice. Im Sonnenuntergang fliegen. Ja, auch gute Idee. Können wir später alles noch machen. Okay, also dann. Jetzt gibt's erstmal Stress. Regala ist drin. Bald wird Hikaru tot sein. Es ist vorbei, Kaplani. Ich lasse sie jetzt fallen. Okay, los. Das ist Aloy. Sie fliegt auf den Flügeln der Zehen. Die Zeiten ändern sich. Vorwärts! Schluss, Hikaru. Knie nieder, damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast. Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle aus! Was? Wie ist das möglich? Regala! Genug Blutvergießen! Wir klären das jetzt. Du und ich. Das sagt sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu töten. Gut. Ich nehme die Herausforderung an. Und wenn ich mit dir fertig bin, werde ich weiter schlachten. Das werden wir sehen. Es gibt ein Duell. Niemand mischt sich ein. Ja.
Wie fair wir sind. Aber ich habe nichts anderes von Aloy erwartet. Okay, das geht jetzt aber auch schon wieder sehr schnell, oder? Junge, Junge. Gegen Ende wirkt die Story ein bisschen gerusht. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, schlachten wir sie ab. Immer das Gleiche. Der letzte Schuss. Aua. Ja, ihre Pfeile sind stark. Aber wir machen mal schön weiter. Mit den Elementen. Ja. Gib's ihr. Also. Einer noch. Jetzt fröstelt's, ha? Yo. Oh, der sitzt. Der sitzt ordentlich. Hallo? Resonatorstoß? BTF? Ja, dann halt nicht. Ich hab zwar zweimal getroffen, aber gut. Das wird ein enges Battle. Sieht man. Die Alte ist echt durch. Okay, jetzt mach sie ernst. ETF. Ich komme ja gar nicht mehr nach vorne jetzt. Dann sollten wir auch ernst machen. Aber diese Streuschusspfeile bzw. Speere bleiben einfach Trash. Kann ich nicht hoch zu ihr? Wir brauchen eine defensive Ulti, weil sie ist schon sehr, sehr stark. Hau das mal hoch aufs dritte Level. Der Überschild. Sie hat einen Leunenbogen. Ist echt so. Ist das alles? Würdest du mir dein Blut anbieten? Ich würde es auch... Fresse. Mann, ich hab nichts, was mehr Schaden macht. Es gibt kein Verzicht. Wir bringen es hier zu Ende. Ja, genau. Ich werde mich erheben. Let's do it. Ich muss sie zu den Fässern locken. Komm her. Komm, 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 komm. Mist. Komm her. Ja, ein bisschen was hat sogar gebracht. Das ist das Mädchen, vor dem die Stämme sich verneigen? Ja, bin ich. Schlag
Gib's hier! Jetzt aber! So richtig! Meine Geschichte wird in deine Knochen gerissen. Oh oh. Zum Bolzenschießer vielleicht mal? Oder die anderen Speere? Du stirbst hier und jetzt. Das war ein Fehler von ihr. Ein großer? Oh, 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 oh. Gib mal einen Trank her. Schnell, einen Trank. Das hilft. ETF. Ich sehe dich. Oh ja, der sitzt unnormal. 500 Damage. Sie ist down. Rüstung durchbrochen. Und wieder knie ich vor Stiefelleckern und Feiglingen. Aber gern, schlagt zu! Halt den Mund, Verräterin. Du bist auf den Flügel der Zehn hergeflogen und hast sie herausgefordert. Also entscheidest du über ihr Schicksal. Ich habe sie verschont. Das hat es nur schlimmer gemacht. Sie war meine beste Marschallin. Welch Verschwendung. Sie ist auf jeden Fall gefährlich. Aber vielleicht brauche ich genau das. Feiglinge! Was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht. Oha, was? Das muss ich jetzt echt entscheiden? Nee, mach ich nicht. Das macht ihr. Ich mache eine Abstimmung im Chat. Und ihr werdet entscheiden, welche Option ich wähle. Dann bin ich fein raus. Let's go. Ihr habt es in der Hand. Genauso wie die Like-Anzahl. Danke für 380. Aber ich hoffe, wir schaffen noch mehr. Geht hier nämlich wieder krass ab. Keine Gnade, schreibt einer. Tod, Tod. Oha. Sehr eindeutig bisher. Tod ist der falsche Weg. Ich selber würde die Mitte wählen. Das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht entscheiden, sie zu killen. Vor uns liegt ein weiterer Kampf, kann ich auch nicht einordnen. Ich wäre für, das ist nicht einfach. Aber der Chat sagt, zu 50% Leben endet hier, 15% nicht einfach und 35% weiterer Kampf. Ja, habt entschieden. Nach allem, was du getan hast, kann ich dich nicht verschonen. Na, endlich. Dann hol deinen! So, Blut für Blut. Das war's dann wohl. Häuptling,
Das hier müsst ihr beide euch anschauen. Im Thronsaal. Er hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben. Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat. Dann sprich. Die Nachricht ist nur für sie bestimmt. Und kommt von einem Interessierten. Ich brauche etwas Zeit allein. Alle raus hier. Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten. Wir sehen uns in der Basis. Du hast den Stamm gerettet. Lass mich dir auf deiner Mission helfen. Nein. Jetzt ohne Regala kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast. Also mach dich dran. Dann nimm bitte wenigstens das hier. Regalas Bogen. Möge dein Pfeil stets gerecht sein. Danke. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence. Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet. Leider hast du auch den ganzen Planeten verdammt. Falsch. Ich brauche keine Tenakt, um die Zeniths zu besiegen. Oh, Aloy. Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst. Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest. Na los. Nein, nicht hier. Wir machen das auf meine Art. Persönlich. Mit der Waffe, die du entwickelt hast. Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Zeniths zu schlagen und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen. Wir treffen uns bei der Basis. Die Berge westlich von Rheinklang. Beuge dich dem unvermeidlichen Silence und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut. Sei pünktlich. Tilda, bist du da? Ich hab's geschafft. Silence ist dabei. Also geh zur Basis. Beeindruckend. Ich komme, sobald ich kann. Jetzt, wo ich fliegen kann, schaue ich, was sonst noch ansteht, bevor ich zurückkehre. Durchdringende Munition ist jetzt für eine deiner Waffen verfügbar. Dieser Munitionstyp verursacht mehr Schaden an Teilen, die von einer Rüstung geschützt sind. Ist jedoch beim Entfernen von Rüstung weniger effektiv. Durchschlagspräzisionspfeile haben die einzigartige Fähigkeit, ein Ziel zu durchdringen und anderen Zielen dahinter Schaden zuzufügen. Ist ihr Bogen legendär? Frage ich mich gerade. Nee. Sehr selten. Die Frage ist halt auch, will man so einen Bogen verwenden? Da klebt sehr viel Blut dran. Ja, okay, an meinem auch, aber wenigstens aus Ehre. Sie war ja ziemlich böse. Trotzdem schade um sie. Irgendwie. Ich meine, wir hätten sie vielleicht auch zu unserem Vorteil gebrauchen können. Aber andererseits, solche Menschen ändern sich nie. Wie auch immer, ihr habt entschieden, sie sollte verrecken. Sie ist verreckt. Und wir sind tatsächlich relativ schnell mit der Hauptquest fertig. Sodass wir jetzt schnurstracks zur letzten
Brutstätte gehen oder eher fliegen werden. Ja, ich würde mal sagen, wir fliegen von hier aus übers Meer und schauen, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Und vorher ballern wir noch unsere 8 Skillpunkte raus. In der Zerstörer, eine neue Kampftechnik. Und die Wirbelsense, ebenfalls eine neue Kampftechnik. Dann noch ein bisschen was in Überleben. Yeah. Okay. Aber ich denke, ich plane nicht, ihren Bogen zu verwenden. Ich habe nachgedacht. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Möge deine Klinge strahlen. Und geht's ihm gut? Und ich glaube, die nächste Hauptmission ist die letzte. Ich meine, wir haben jetzt Regala besiegt, wir können fliegen. Es geht jetzt nur noch um die Rückeroberung von Beta und Gaia. Aber was wird mit Psylef sein? Spannend, spannend. Oh, die Feuerklaue, stimmt. Vielleicht kill ich die zuerst. Auch egal, ob ich es diesmal schaffe, den Loot mitzunehmen. Ich will einfach mal eine erledigen. Let's go. Danke, Nicole, für 5 Münzen. Schauen gerade nochmal Last of Us 2 bei dir und es gibt doch tatsächlich Parts mit fast 1 Million Aufrufe. Was? Stärke sei mit dir. Nee. So erfolgreich war das Let's Play jetzt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Last of Us 1 vielleicht, meinst du? Das könnte schon eher sein. Weil es halt auch länger online ist. Willkommen, Fremde. Jeder Kampf. Das ist ja auch immer der Witz, wenn so Leute daherkommen, so im Stil von Lul, dein Hype ist vorbei, du hast ja gar nicht mehr so viele Aufrufe. Und dann kommen sie mit so Beispielen von so Videos, die von 2015 oder sowas sind, die dann logischerweise, keine Ahnung, 200.000, 300.000 Aufrufe haben und sind ernsthaft der Meinung, dass das von Anfang an so war. Fakt ist aber, dass sie natürlich über die Zeit hinweg so viele Aufrufe bekommen haben und zum Start viel weniger hatten als neue Videos heute. Sind so dumm. Wie auch immer. Auf zur Feuerklaue. Upgrades haben wir leider nicht. Schade. Aber wir sind auch so stark genug, würde ich sagen. Das ist ein tolles Ding. Let's go. Guten Tag. Und ich glaube, wenn die Feuerklaue brennt, heißt das nicht unbedingt, dass der Bauch auch kaputt gegangen ist. Also wir werden diesen Kampf jetzt auf jeden Fall zu Ende ausführen. Komme, was wolle. Ich habe aber keine Feuerschwäche mit diesem Outfit, oder? Nee. Gut. Ja, einfach lost die Argumentation. Ja, ich check's halt nicht, wie man das nicht begreifen kann, dass Videos auch über einen längeren Zeitraum geschaut werden. Es ist ja nicht analoges Fernsehen, wo das einmal gesendet wird und dann ist es weg. Ja, aber da lohnt sich auch keine Diskussion. Es verschwendet Zeit.
Ab geht's. Wir versuchen wieder die Kleinen auf unsere Seite zu bringen. Das Ding ist rasend. Wird nicht so einfach. Eisschwäche, ne? Ziemlich sicher. OMG. Gut. Bombenpfeil! Schön in die Fresse. Durch die Achseln durch. Gib's ihm. Komm, wir hauen mal Fernkampf-Ulti rein. Keine Gnade mit dem Ding. Powerschüsse. Eine Explosion nach der anderen. Oh, was macht der denn da? Ja, genau. Das habe ich auch noch nie gesehen, ey. Nimm da einfach eine Platte. Schmeißt sie nach mir. Crazy shit. Aber ja, gewonnen. Jetzt haben wir natürlich nicht alles, was man aus dem Ding rausbekommen kann, aber immerhin mal ein Sieg und ein paar Sachen. Schön. Dann. Komm mal her, Sunny. Jetzt kann ich zu den Wolken fliegen. Auf zur Brutstätte. Du kannst noch die Ornamente in Las Vegas abgeben, um eine legendäre Waffe zu bekommen. Ja, aber nur so ein Schnäcksler und die finde ich so unnötig. Aber ja, wir werden es noch machen, wenn ihr mich dran erinnert. Nach der Brutstätte, bitte. Nach Las Vegas die Ornamente abgeben aus den Reliktruinen. Bisschen schneller fliegen könnte er aber schon. Der Rest der Brücke ist hinter dir auf der Insel. Haben wir schon gesehen, als wir auf der Insel waren. Ich finde aber auch, es hätte etwas mehr Story auf dieser Insel geben können. Wurde ein bisschen schnell abgehakt, irgendwie. Ist das eine das Brutstätte? Ist nice hier. Scheint unter Wasser zu sein. Und schwer bewacht. Aber wenn ich den Kern erreiche, finde ich bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Brutstätte Kappa! Willkommen! Perfekter Einstieg. Let's go. Keine Chance auf einen Unterwasserkampf. Ich muss mich vorbeischleichen. Der Kampf kann mir Deckung geben. Von ja, einfach schnell rein, oder? Let's go. Aber ist die gesamte Brutstätte unter Wasser? Sehr nice, dass es nicht nachlädt wie bei Legenden Arceus. Ja. Also die Weitsicht war beim Fliegen echt geil. Man ist ein bisschen zu langsam. Aber technisch, bis auf den laggy Bug, den wir am Anfang hatten, sehr stark. Ich mag Schnappmäuler am liebsten, wenn sie weit weg sind. Oh, die Brutstätte wird mich so triggern. Auch wenn es natürlich eine geile Idee ist, eine komplett unter Wasser zu machen. Und das auch einen sehr besonderen Stil hat. Kämpfen können wir hier aber vergessen. Diese Schaufeln.
Sie erzeugen Strömungen im Wasser. Ach, kann ich doch an Land? Ich bin drin. Jetzt den Kern finden und die Maschinenüberbrückungen holen. Aber nice mit den ganzen Muscheln. Vielleicht habe ich mich geirrt. Eventuell wird es auch meine Lieblingsbrutstätte. Also der Style ist nice. Komme ich denn da rauf, Alter? Diese Kiste. Damit könnte ich auf den Vorsprung klettern. Mhm. Siola, danke für die Mitgliedschaft. Viel Spaß mit den Emojis. Das funktioniert wohl nicht. Was jetzt? Es muss einen Weg aus diesem Raum geben. Denke nicht, dass die Kiste komplett umsonst ist. Vielleicht kann ich hier irgendwo hochklettern. War da drüben was? Sorry, ich meinte 100.000 bei den Parts vorhin. Ja, das klingt realistischer, Nicole. Dass man immer so komplett ohne Ansatz zurückgelassen wird, das ist beschämend. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss irgendwie da rauf. Ja, aber... Vom Wasser aus muss ich da arbeiten. Mehr weiß ich auch nicht und jetzt kriegen wir Gesellschaft. Ein Schnappmaul. Oder? Ich sollte was anderes nehmen als Fischwasser. Nee. Die Stachelschnauzen sind's. Kann ich ja theoretisch überbrücken, aber wie soll ich hier unentdeckt bleiben? Uff. Genau richtig, Dom-Dom. Schade. Schade. Ja, kill ihn doch. Was macht sie denn? Na, endlich. Wovon hängt das eigentlich ab, ob Maschinen in diesen Rage-Modus verfallen? Erledigt. Gut. Die andere Seite. Oh, du bist aber schnell. Hier sieht man jetzt auch gut, wie viel stärker die Spitzenversionen sind. Die normale ist schon seit 3 Stunden gefühlt tot. Und er hier macht immer noch Theater. Komm, lass es sein. So ein Spaß.
Jetzt suche ich weiter nach dem Ausgang. Kiste ins Wasser wegen der Turbine. Ja, gute Idee. Ich muss bereit sein. Weil da hoch kommt man ja auf jeden Fall nicht. Wenn ich die Kiste nicht mit Wasser stoße, könnte ich an das. Die Stachelschnauzen buffen die Maschinen, wenn sie beschädigt in ihrer Nähe sind. Ach so, ist das eine Spezialfähigkeit von denen? Okay. Aber es können, das können auch andere, also diesen Rage-Modus, bekommen. Das hat jetzt aber nicht viel geholfen. Achso, Moment! Nee, wir müssen die Turbine gar nicht zerstören, da ist... Da ist ein Strang, an dem wir rauf können. Hier. Habe ich vorhin also doch richtig gesehen, dass da was war. Na also! Okay, cool. Kann ich wieder so einen Ultra-Jump ausführen? Jetzt kann ich nach unten gleiten. Orientierungslos, Tendo hat nicht begriffen, dass er hier noch nicht war. Okay, sorry. Für den nächsten Kampf. Dann fahre ich mal mit. Bist du denn bereit? Wie schön das alles noch funktioniert hier. Bin sehr gespannt, welchen... welche Maschinen man hier bekommt, weil das ist die letzte Brutstätte und wir haben schon beim letzten Mal ziemlich heftige freigeschaltet. Vielleicht kann man ja doch irgendwie den Donnerkiefer und Co. überbrücken. Auch wenn das schon ziemlich crazy wäre. So, Kern haben wir auf jeden Fall schon erreicht, aber das wird es wie beim letzten Mal wohl nicht gewesen sein. Schöner One-Shot. Ah, bei ihm leider nicht. Da brauche ich zwei. Was ist das denn da oben? Die Maschine scheint momentan inaktiv zu sein. Ein Spitzenflutschlitzer. Okay, Flutschlitzer hatten wir ja bei der Las Vegas Quest als Boss. Jetzt kriegen wir die Elite-Version vorgesetzt. Okay. Ah! Wirst du die 100% bei Twitch voll machen? Nee. Nur das, auf das ich noch Bock habe. Und ihr. Komm schon, komm schon. Oh, Schnappmaul. Hier unten ist nicht viel Platz zum Kämpfen. Schnappmal muss ich sehr vorsichtig sein. Ach, der kriegt hier eine volle Ladung ab. Hat's geschmeckt? Lol. Lostestes Schnappmaul ever.
Jak Arthur, Kuss für die 5 Münzen. Macht das gerade einen Moonwalk oder was wird das? Das sollte die Schaltkreise überladen. Lost. So, wie komme ich jetzt von hier unten nach oben? Ah, da hinten. Ein Elite-Labras, genau. Das wird's werden. Den könnte ich wohl hochklettern. Digga, dein Ernst? Sehr praktisch. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Ich persönlich finde Horizon deutlich besser als Assassin's Creed. Sieht nach einem Tor aus. Wofür das wohl gut ist. Da drüben ist ein Knoten. Da kann ich ihn von hier nicht überbrücken. Dann such dir bitte professionelle Hilfe, Nope Nope. Ganz wichtig. Dieser gesamte Ort scheint eine Art Pumpe zu sein. Aber eine Pumpe wofür? Gute Frage. Noch mehr Nervensägen. Das Ding greift jetzt alles an. Hey, 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 ich mach nicht mit. Kämpft gegeneinander. Dann stirb halt. Das ist nicht gut. Verdammt. Oh, come on. Du kleiner, nerviger. Geschafft. Stirb, Alter. Really? Das war gerade richtig mies. Aber auch gut gemacht von denen, dass sie mich einfach da in die Strömung schmeißen. Vielleicht, ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen, ey. Ich muss sie nur einschalten. Okay. Martin Hüsken, danke für 5 Münzen. Willkommen. Dieser Jägerkiller bedeutet Ärger. Spitzenfeuer-Kanistergräber. What? Er hat keine Schwäche? Dann kriegt er einen Bombenfall. Keine Diskussionen hier! Du kannst auch gehen. Besser als vorher. GG. Sieht wichtig aus. Wasserpegel ansteigen lassen.
öffnet sich das jetzt? Das ist sehr viel Wasser. Diese Brutstätte muss es hereinpumpen. So kann ich gleich zu den Überbrückungen schwimmen. Wenn ich es wieder zurück zum Kern schaffe. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Okay. Danke an die 700 Liker. Vielleicht schaffen wir die 1000 noch. On Stream. Ich glaube, das wird heute der kürzeste Stream. Wobei, mir fällt auch gerade noch eine Sache ein, die wir machen könnten. Und zwar Maschinenrennen. Und haben wir noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gemacht. Weiß aber, dass es das gibt. Das ist eine Art Nebenquest. Das wäre mal ganz interessant, glaube ich. Gut, was hat der Pumpenraum jetzt hier noch zu bieten? Ach, ich glaube, ich komme jetzt da rüber. Oder? Da ist doch ein Tor offen. Ich dachte die ganze Zeit, dass sich das hier öffnen wird, aber... Ja, doch, die Tür, die lässt sich öffnen, aber ich komme nicht von hier dahin. Wir müssen von einer erhöhten Position rauffliegen. Okay. Noch eine Kiste. Ich muss es von weiter weg versuchen. Wassertempel-Flashbacks. So ja. Passt das. Jetzt sollte ich hochklettern können. Ach komm! Puh. Dachte ich mir. Ja, weil sie nicht reagiert hat, musste ich mit Kreis, aber Kreis ist immer abstoßen, deswegen, ja. War damit zu rechnen. Wir versuchen es erneut. Vielleicht diesmal einen Ticken tiefer. Von hier aus. Ja, da ist es genehm. Von weiter oben nicht. Alright. Auch so ein Ding. Vielleicht lässt es auch das Wasser steigen. Wie weit muss ich ihn denn noch ansteigen lassen? Ich muss garantiert zur Tür. Wo sind die Eisenstiefel? Zum Glück nicht dabei. Will ich nicht haben. Das ist gar keine Tür? Warum leuchtet es denn dann so? Hä? Was? Der Tunnel scheint hier rauszuführen. Aber wie komme ich hin? Ja, keine Ahnung. Es muss mir ja irgendwas gebracht haben, dass wir den Wasserpegel haben ansteigen lassen. Achso, warte, kann ich vielleicht diese Kiste von vorhin jetzt hier nach links schieben und dann darauf? Ja, doch, oder? Safe. Hoffe es zumindest. Wo ist denn die Kiste? Kiste? Ich muss etwas finden, womit ich das Geländer erreiche. Okay. Die kriege ich hier nicht hoch. Was? Nee, die kommt hier nicht hoch, ne? Dann muss es etwas anderes geben.
Oder wo ist denn die Kiste von vorher? Kann ich die jetzt vielleicht irgendwie lösen? Es gab doch zwei. Uff. Sehr gefährlich aus. Ja, Chat, wenn ihr einen Tipp habt, dann nichts wie raus. Bin hier leider überfragt. Es kann doch nur die Kiste sein. Anders komme ich da nicht hin. Wie hole ich denn die Schoße da raus? Kann ich die Kiste könnte nützlich sein. Nein, ich kann sie nicht nach unten ziehen. Also zumindest nicht mit meinem Seilwerfer. Aber auch anders geht es doch gar nicht. Nein. Ich muss sie da rausbekommen, aber wie? Wenn ich weiter weg wäre. So bekomme ich dieses Ding nicht raus. Ich muss es irgendwie anders zum Geländer bewegen. Kann man den Wasserpegel auch wieder senken? Das scheint nicht zu helfen. Nein. Weil das wäre jetzt die Lösung. Könnte ich die Kiste besser platzieren? Hä? Es geht doch? Aber nicht von hier, sondern von woanders, oder wie? Ich muss wohl den Schalter unten hacken, um den Wasserstand zu senken. Digga, was? Damit kann ich den Wasserstand senken. Ich könnte mein Kistenproblem lösen. Okay. Ein Schritt weiter. Wie das rauscht. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wie ich dann wieder hochkommen soll. Rätsel sind und bleiben Nintendos Stärken. Muss man echt sagen. Finde ich. Ist doch markiert gewesen. Erst nach einer Zeit. Das ist halt so diese Ingame-Hilfe. Wenn man es so lange braucht, dann wird es irgendwann markiert. Das war nicht von Anfang an. Hier hin, oder? Bitte. Moonlight Soul, danke für 5 Münzen. Jetzt muss ich den Wasserstand erhöhen. Gute Nacht und extremen Erfolg bei deinem Vorstellungsgespräch. Ich drücke die Daumen. Als ob man sich hier einfach hochziehen kann. Ich muss den Wasserstand wieder erhöhen. Mit der Kiste zu dem Tunnel klettern. Ah ja. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt richtig platziert ist. Dann mal los. Ja, sieht gut aus. Immerhin etwas. Mit Hilfe der Kiste sollte ich nach draußen klettern können. Yay!
ist viel los. Nee, oder? Spitzenpanzerwanderer. Einer meiner Lieblingsgegner. Ich hasse dich. Geben wir es ihm. Das Schild ist aber wie immer ein Problem. Wie auch seine Explosionen. Oh je. Okay, vielleicht helfen mir die Berserker-Pfeile. Vorsicht! Die Maschine ist jetzt unberechenbar. Und fallen. Ist er jetzt gerade noch umgekehrt? Ernsthaft? Ah, er hat sie mit der Explosion ausgelöst. Sehr gut. Sehr gut. Na, weniger. Ich hasse diese Maschinen so sehr. Ich hasse sie so sehr. Fahrt doch einfach zur Hölle. Ah. Solche Mistviecher. Ist viel los. Ich habe versucht, die Klauen zu zerstören, aber es hat nicht funktioniert. Vor allem, ich weiß nicht, muss man alle Seiten zerstören oder wie ist das? Das war wirkungslos. Diese scheiß Krabben, ey, wirklich. Jetzt ist sie geübt auf alle. Komm. Das ist auch mit dem Berserker-Pfeil infiziert. Schlachtet euch selber ab und lasst mich da raus. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ja, so ist gut. Oh, jetzt haben die Speere aber ordentlich geregelt. Sehr gut. Und ein Bombenfall hinterher. Dann bist du weg, hoffentlich. Oh, sie haben wohl Verstärkung gerufen. Really? Uff. Ganz große Belastung. Das ist meine Chance. Mhm. Andere Stachelschnauze ist offenbar komplett lost. Oder frisst sie die Leiche auf? Guten Appetit. Aber du kannst dich gleich dazu gesellen. Blödes Ding. Ach komm, ey. Schnell! Ja, aber das läuft schon besser. Na, ja, bist du am Sterben? Oh je. Noch mehr? Alter. Ja, gut, ein Plünderer. Kriegen wir hin. Verabschiede dich von dem Teil. Und von dem auch. Zurück zum Kern.
Diesmal ganz starker Progress nach dem Tod. Und das war jetzt auch der erste Moment, wo diese aufteilenden explosiven Speere sich mal richtig rentiert haben. Die Explosion hat eine richtig schöne Kettenreaktion ausgelöst und massiven Schaden auf alle Gegner ausgeweitet. So muss das sein. Trotzdem, diese Krabben bleiben echt meine Hassgegner. Also, safe in den Top 3. Alter, wie ich die hasse. Ganz, ganz schlimm. Muss man dann alle Maschinen killen? Ja, in dem Fall schon. Oder? Obwohl, ich weiß nicht, ob es theoretisch auch geht, einfach jetzt hier die Kiste vorher schon rauszuholen und dann da oben zu flüchten. Aber macht nicht viel Sinn. Weil wie willst du denn schieben, wenn du von 5 Maschinen angegriffen wirst? Sehr gut. Von hier aus kann ich hochklettern. Du kämpfst gerade mit Regalas Bogen. Ich hab den doch gar nicht ausgerüstet. Nee, stimmt auch nicht. Ich habe den nicht ausgerüstet. Blödsinn. Wenn du die Speeraufteilung meintest, das ist ein Skill über den Skilltree. Das hat mit dem Bogen nichts zu tun. Auch wenn es nach einem ähnlichen Angriff aussieht. Ja, Digga, ich spring da hoch jetzt, ey! Meine Güte. Jetzt könnte der Boss kommen. Wir sollten nochmal Munition nachcraften. Ich denke mal, Blitz wird gegen diesen Flutschlitzer effektiv sein. Vielleicht auch Eis? Was soll das jetzt hier? Ach, okay. Von hier kann ich bestimmt auf die Metallwagen springen. Jetzt bloß nicht loslassen. Die Brutstätte setzt das Ding bestimmt bald frei. Ich muss schnell zum Kern. Was ist da vorne schon wieder? Fähigkeitspunkte noch verteilen. Ja. Mache ich kurz vom Battle. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich sie rein investieren soll. Schlag von oben! Sehr gut. Was ist denn das da? Das sieht ja fast schon gruselig aus. Das kommt für später zum Vorrat. Es ist angerichtet. Ich kann das Ding nicht im Wasser bekämpfen. Ich muss mich beeilen. Nein. Im Ernst? Mein Gott, dieses Ding lässt sich nicht in die Nähe des Meeres. Ich lasse das dann wieder denken.
Wir sind im Wasser halt wirklich chancenlos. Das ist das Ding. Wie komme ich denn jetzt in den Pumpenraum? Ich muss wieder zurück in den vorherigen Raum. Nur von dort aus kann ich das Wasser senken. Geh weg. Das war doch der Weg, oder nicht? Hier ist auch die Markierung. Was? Hier? Da ist eine Barriere. Mach auf! Ich will nicht sein Fischfutter sein. Und ich bin wieder hier. Die Knoten hier sollten mir helfen, den Wasserstand zu senken. Nur so kann ich diese Maschine loswerden. Das sollte helfen. Können wir das Ding nicht bitte einfach in diese Turbine locken? Das war sehr knapp gerade. Ja, I know. Okay, dann können wir ja jetzt fighten. Gut. Vielleicht noch was in Maschinenmeisterin rein? Oder? Nee, lohnt sich nicht so krass, finde ich. Stillen Schlag verbessern, ja. Wieso kann ich hier... Ach, ich habe nur noch zwei Skill... Was? Hat das gerade so viel gefressen? Oha, okay. Ich werde aber diese Maschinenmeisterin Ulti nehmen, um die Rüstung einfach direkt anzugreifen. Ich gehe mal davon aus, dass ich was habe, was effektiv ist. Wenn nicht, wird es ein sehr zäher Kampf. Wo ist das Ding denn? Wo versteckst du dich? Jetzt spielen wir nach meinen Regeln. Dann mal los! Eis und Blitz, ja, sehr gut. Nein, nein, nein. Oh, lost. Okay, gut. Und jetzt schön alles abtrennen. Keine Rücksicht auf eigenen Schaden. Hauptsache es schallert. Oh, die Hydropumpe. Aua. Okay. Besser. Ja, chill. Chill, 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 chill. Aber Start war gut. Befürchte nur, jetzt wird das Ding auch ins Wasser springen. Und da ist es im Vorteil. Ah, nee. Okay. Das ist gut, weil dann weiß es nicht mehr, wo ich bin. Und wir können nochmal den Eisstatus auslösen. Was war das jetzt gerade? Bin verwirrt. Oh, jetzt hast du schon große Wunden, hä?
Komm schon. Auch der sitzt. Ich hau jetzt nochmal Blitz rein. Komm schon. Mann, mach! Hohes Risiko. Aber du bist gleich erledigt. Das könnte es sein. Paralysieren. Okay, GG. Das muss es sein. Ende. Nein. Du stirbst. Wir sind hier fertig. Zeit für die Überbrückungen. War ganz unterhaltsam. Yay. Das kann ich später auf den Vorrat nehmen. Richtig schön ausgeschaltet. Und fast die 1000 Likes geschafft. Welche Überbrückungen bekommen wir hier in der letzten Brutstätte? So kann ich draußen in der Wildnis Maschinen überbrücken. Mehr neue Maschinen. Steinbrecher? Haben wir den überhaupt schon mal gesehen? Sagt mir nichts. Flutschlitzer, der Bebenzahn. Sturmvogel, aber kann man dann nicht fliegen, oder? Zum Wiederherstellen. Donnerkiefer, oha. Schlängelzahn, also wirklich alle Ultra-Hype-Monster. Den Schreckflügel, ich wüsste gern, wo der ist. Den Schlachtrücken. Ja, da sind jetzt wirklich alle dabei gewesen. So sollte ich rauskommen. Uff, crazy. Natürlich brauchen wir noch die Bauteile für, aber tatsächlich lassen sich auch mega OP-Maschinen überbrücken. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Wir können gleich mal in der Basis schauen. Nee, können wir nicht, weil ich nicht weiß, ob da Sequenz losgeht. Aber fürs nächste Mal gucke ich, dass ich die Sachen besorge. Und die diese Überbrückungen möglich sind. Wasser rein und raus, um die Wassermaschinen freizusetzen. Schlau. Schön mit den Fischen. Dann jetzt auf nach Las Vegas. Die Ornamente aus den Reliktruinen abgeben. Geil. Ist hier ein Spawnpunkt? Sehr nice Ausbeute. Ja. Mehr als erwartet. Gerade Bebenzahn, Schlachtrücken, Donnerkiefer ist crazy. Alter. Aber die gehorchen auch nicht dauerhaft, ne? Nur kurze Zeit. Okay. Also ich glaube, die gehören zu den Maschinen, die nach einer Zeit dann auch wieder das Bewusstsein erlangen, leider. Aber wäre auch sonst zu overpowered, muss man sagen. Las Vegas Ornamente. Dafür müssen wir einfach nur mit dem einen Dude sprechen, oder? Aus der Story. Der Schreckflügel ist auf einem Wrack bei der Insel. Was? Aber da sind wir vorhin lang geflogen. Haben die kein Icon auf der Map? Weil hier, ich war da. Na gut, hier ist noch ein Schiff. Da war ich tatsächlich nicht. Ist er jetzt ernsthaft dort, oder was? Ja, moin. Okay, dann schauen wir danach vielleicht nochmal vorbei. Ich
bin hier nicht ganz richtig. Sondern hier muss ich hin. Nur die, die du nicht reiten kannst, sind temporär. Ah, okay. Hast du die Tenakt gesehen? Macht Sinn. Wenn du was erleben willst, dann leuchtet. Dann ja. Also. Wem muss ich das geben? Ihm? Ich komme mir immer vor wie deine. Nee, irgendwie nicht. Dann der andere. Wo ist der? Du? Ein Abenteurer? Wie läuft, Tamagot? So scherzte sie denn, ohne zu beachten. Vielleicht ist es der mit der Sidequest. Steinbrecher müsste in der Wüste sein, weil die gerne im Sand buddeln. Hä? Ah ja, hier, doch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gegen so einen schon mal gekämpft haben. Ja, ich glaube, es ist diese Nebenquest hier. Stamor, brauchst du noch etwas? Ein neuer Traum brach an für die drei Abenteurer. Und sie kehrten zurück in die ehemals versunkene Stadt. Wo hinter jeder baufälligen Mauer Schätze warteten, wie leckeres Bier in einem übervollen Fass. Wir hatten uns den Weg weiter in die Ruinen gebahnt. Und in einer davon, der Wortschmied sah etwas funkeln, ein Wunder in einem Meer von Wundern. Leider konnte er es nicht erreichen. Du hast so ein Ding gesehen und es nicht gekriegt? Eine Tür steht im Weg, auf fiese Weise verschlossen. Morland wollte sprengen, aber Abaddon meinte, die Gefahr sei zu hoch, das Ding unter dem Geröll zu zerstören. Und da könnte dieser Scherbenzähler sogar mal recht haben. Die Hoffnung des alten Wortschmieds war dahin, bis seine Freundin mit einem Händchen für das Unmögliche zurückkehrte. Ob du dich wohl noch einmal unter die Wüste wagen könntest? Mal sehen, was ich tun kann. Wo liegt dieser Ort? Wenn du unten bist, geh nach rechts bei der Statue des Riesen. Die Ruine ist bei einem Metallturm. Und so zog unsere Heldin los, begleitet von der Hoffnung des Wortschmieds. Ja, du. Kaum was zu essen. Das ist es, oder? Wir reden demnächst. Was wolltest du denn überhaupt von ihnen? Finde die Ursprünge der Ornamente. Schließe Nacht der Lichter ab. Ja, doch. Okay. Ja, ich hab die ja alle. Der Wortschmied dachte oft an das Ding, das da unten lag. Okay, wo muss ich denn hin, Bro? Welche Geheimnisse und Geschichten es wohl umranken? Ach, warte, ich muss jetzt wieder runter in die Las Vegas-Ruine, oder? Och, komm, warum kann ich sie ihm nicht einfach geben und gut ist? Als ob ich jetzt noch weiß, wie der Weg war. Dude, please. Ich habe vorhin Maschinenreiter gesehen. Hab wohl sowas wie ein Rennen. Ja, hilft nichts. Aber da ist der Aufzug. Okay. Dann schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall kriegt man dafür eine legendäre Waffe, aber leider nur so ein Häckslerhandschuh und die finde ich leider trash. Und eine Lichtershow, auf die ich sehr gespannt bin. Statue, die Stamur meinte.
Die Ruine sollte in der Nähe sein. Gibt's da jetzt noch eine zusätzliche Finalruine? Oder muss das da wirklich einfach nur eingesetzt werden? Eine Ruine bei einem Metallturm. Das Ding, das Demor will, sollte da drin sein. Schnappmäuler. Ich kann sie jetzt durch Überbrückung auf meine Seite ziehen. Das stimmt. Wird sie dennoch gerne meiden. Aber wir müssen da ja auch einfach nur rein. Schöne Hype-Musik. Zum Abschluss noch einen Bebenzahn später überbrücken. Kann man machen, ja. Die. Ich brauche Nachschub. Noch höher? Ah nein, hier rein. Ich glaube, hier bin ich richtig. Wo ist jetzt dieses Ding? Ich brauche einen Code? Bro, was? Das hier muss das Ding sein. Man braucht wohl einen Code für diese Tür. Ich sollte mal an der Ruine gucken, ob ich etwas finden kann, das hilft. Ah, shit. Bruder, die Musik. Ja, die Musik ist wirklich sehr geil gerade. Also kommt doch noch so eine Art Finalruine. ja, wenn es nur beim Code bleibt. Wir brauchen einen Hinweis, einen Hinweis. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Was da? Dieses Ding ist also eigentlich ein Ornament. Ich habe noch eins in einer anderen Ruine gefunden, doch es gibt wohl noch mehr. Und das sieht wie ein Teil eines Codes aus. Vielleicht für die Tür. Ich suche besser weiter. Vielleicht finde ich ja den Rest. Kann ich das nicht lesen? Doch. Fehlfunktion. Shay. Kannst du dich noch an den Kerl erinnern, der hier vorbeikam und gesagt hat, er sei Kyles Geschäftspartner und solle die Ornamente für die große Show abholen? Tja, das Pingback von den Dingern zeigt an, dass sie im Moment über den ganzen Südwesten verstreut sind. Kyle ist überzeugt davon, dass es eine Fehlfunktion ist. Noch. Aber wenn der Zeitpunkt der Show näher rückt, wird er ausflippen. Ich sage nichts, wenn du nichts sagst. Wie auch immer, er hat den Code für sein Büro geändert, also müssen die Reinigungsbots aktualisiert werden. Damit sie sich nicht alle vor seiner Tür festfahren. Das ist der Code. Daten beschädigt. 135. Ja, der gleiche sechsstellige Code wie in den Einladungen, die er verschickt hat. Nicht besonders kreativ, wenn du mich fragst. Also das war ein Teil. Wir brauchen noch den anderen. Oder hätte ich den schon haben müssen, den anderen Teil? Eine Luke. Könnte in einen anderen Teil der Ruinen führen. Aber wie komme ich da ran? Oben im Zaun ist eine Öffnung. Da geht es durch. Aber erstmal muss ich hochkommen. Die Jägerin wird zur Gejagten. Da sind Kisten. Mit diesen Kisten könnte ich wohl die Öffnung oben im Zaun erreichen. Kann ich nicht rausziehen. Die Kiste ganz oben ist wohl blockiert. Na und? Geht's echt nicht? Oh boy. Vielleicht bekomme ich die oberste Kiste ja runter. Warte, die muss hier rüber, ja. I see. Okay. Wenn ich die Kisten
trenne, kann ich die unterste rausziehen. Ja, aber ich habe das Loch im Zaun nicht gesehen, was sie meint. Ja, dann willkommen zurück, Jonas. Kannst gerne häufiger und länger dabei sein, würde mich freuen. Aber willkommen zurück. Hä, wo ist denn hier ein Loch? What the hell? Oder meint sie das da? Sieht so unscheinbar aus. Ich tippe auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, kann ja nicht sein, weil die Reihenfolge war ja schon hinten vorgegeben. Oh, die Kiste ist zu niedrig, so komme ich da nicht ran. Also brauche ich doch beide Kisten? Stapel ich die jetzt aufeinander? Ach so, nee, eigentlich kein Problem. Jetzt sind die 1000 Likes geschafft. Yay! Dankeschön. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Na also, jetzt sollte ich die Öffnung erreichen können. Okay. Gut. Geschafft. Lass dich von hier aus nicht bewegen. Was soll das heißen? Und vor allem, warum nicht? Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Okay. Jetzt treiben sie es wieder auf die Spitze. Nee, es ist nicht so schlimm. Ich dachte gerade, ich müsste den Kistenschrumpf wieder abbauen, aber glücklicherweise nicht. Kriege ich das so auf? Mal sehen, wohin das führt. Wieder draußen. Was ist hier oben sonst noch? Frische Luft. Schön. Da drin geht die Ruine weiter. Ist das der zweite Teil des Codes? Sieht aus, als wären die Ornamente für etwas, das Nacht der Lichter Feiertagsaktion heißt. Um Antwort wird gebeten. Standout Holo lädt Sie herzlichst zur Nacht der Lichter Feiertagsaktion in die VIP-Zuschauerloge ein. Erleben Sie auf den besten Plätzen der Stadt, wie sich die Skyline von Vegas in ein überwältigendes Hololichtermeer verwandelt. Neben verschiedenen Feiertagsangeboten zum Start bietet die Nacht der Lichter auch individuelle Optionen, die jede Vorstellung zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Sichern Sie sich einen Platz in der Geschichte von Vegas, wenn die Stadt der Lichter ihrem Namen alle Ehre macht. Unsere Mitarbeiter stehen den ganzen Abend für alle Ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung. Die Vorführung beginnt um 20 Uhr, gefolgt von einem Abendessen und einer Unterhaltungsshow.
Ihr Zusageformular finden Sie im Anhang, geben Sie nach Aufforderung des folgenden, also diesen folgenden sechsstelligen Code ein. 739 und der andere Teil. Feiertage der alten Welt werden gefeiert, indem man Hologramme über Tage ändert. Aber wie? Der andere Teil des Codes ist auch hier. Jetzt sollte ich alles zum Öffnen der Tür haben. Na, war doch gar nicht so schlimm. Dann zurück. Gerade erst nach Hause gekommen. Wo warst du denn? Aber herzlich willkommen. Habe ich den Code noch im Kopf? Nein, natürlich nicht. Dann erstmal eine halbe Stunde suchen. Wo ist das jetzt? Weil bei Reliktruine mit Sicherheit nicht. Alter, wo ist das denn? ETF? Ihr könnt es mir auch gerne nochmal schreiben. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist besser. Wir haben ja die Codes gefunden, bevor ich da jetzt nochmal so viel Zeit investiere, um die Scheiße zu suchen. 7 3 9 1 3 5. Danke, Chat. Na also, bin drin. Ist besser so. Alles klar. Na, dann wieder zurück zu Stemmoor. Vielleicht finden wir raus, wie das Ding funktioniert. Moment, und warum habe ich Ornament 8 von 9? Es fehlt eins! Wie da? Warum? Kann ich mich noch nicht mal nach oben porten? Doch. Schnell reisen ist zurzeit nicht möglich. Und warum? Alter, da will ich extra so ein Schnellreisepaket investieren, was man kaufen muss, und dann geht's nicht. Ja, moin! Aber wo ist denn jetzt das 9? Hat das er bei sich? Hoffe es. Genau für solche Fälle gibt es einen Live-Chat. True. Boah, Digi, ist es unnötig, dass ich jetzt da nochmal hochlaufen muss. Warum lassen sie mich nicht einfach porten? Please. Why? Konnte man sich da nicht irgendwo raufziehen? Ja. Vielleicht gibt es noch eine Quest von ihm. Er muss ja fast schon so sein. Oder er hat es wirklich bei sich. Ich dachte, wir geben es ab und gut ist. Aber nein. Gibt noch was zu tun. Hast du deine Küste doch aufgegeben? Nee, ich habe gar nichts aufgegeben. Ich hab
alle Reliktruinen gemacht. Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich hab das Ding und es ist nicht das Einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Es könnten noch mehr in Ruinen jenseits der Wüste verstreut sein. Vielleicht kann ich sie aufspüren. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht-der-Lichter-Feiertagsaktion. Die Alten feierten sowohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Ich will das hier sehen. Und der Wortschmied zog los, um den Ruinen dort oben neues Licht zu bringen. Eine Menge Herzen in der Luft. Ich wette Scherben, dass es hierbei um Romantik geht. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die Alten feierten. Kümmert sich hier keiner um vernünftige Transportmöglichkeiten? Straßen? Versorgung? Von unbekannten Reisen kam die Nora zurück zum Geschichtenerzähler und Hüter von Ornamenten. Na, ist dir nach einem Fest? Such dir was aus. Ich hab den Valentinstag gewählt, weil ich euch so sehr liebe. Oh. Ja, schauen wir uns noch Ostern an. Das hier sieht gut aus. Ich hoffe, Abaddon ist hierfür bereit. Also, was haben Hasen, Eier und Blumen gemeinsam? Sind es Symbole des Frühlings? Halt die Klappe. Wenn ich mich über den Mist hier beschweren will, tue ich das. Aber es ist ein Abenteuer. Alles. Irgendwie finde ich es aber gar nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Es sind einfach nur irgendwelche Sticker, die da hochgehen. Wie in einem Twitch-Chat. Und was ist jetzt mit dem letzten Ornament? Angeblich ist hier noch eine. Die wird mir aber nicht angezeigt. Das ist es nicht, aber es muss da in der Nähe sein. Ja, Bruder, es ist auf der Map nichts anderes gekennzeichnet. Das kann doch das sein. Allein schon, weil es so secret versteckt ist. Und gut bewacht wird. Schön vorsichtig. Aber wir brauchen mehr!
muss es sein. Es muss irgendwas Unterirdisches sein. Aber Junge, wieso wird das denn nicht angezeigt, obwohl ich alle Langhälse überbrückt habe? Oder ist hier jetzt wirklich nichts? Hä? What the fuck? Das ist doch ein Witz. Warte, wenn man krass reinzoomt, sieht man, es ist ein bisschen näher an diesem Kolosseum hier. Dem da, scheinbar. Bei dem Lager. Ja, dann ist es das. Nee, auch nicht. Weil es ist bei einem Weg. Also hier ungefähr, in dem Bereich. Es wird aber einfach nicht gekennzeichnet. Okay, es muss diese Ruine hier sein. Und ich war da schon mal? Da ist ein Lager? Feuer aktiv? What? What? No, just no. Das kann nicht sein. Was? Was? Jetzt wird's angezeigt? Einmal Applaus für die Entwickler. Das macht null Sinn. Vor allem, weil wir hier schon mal waren. Aber jetzt wird's mir angezeigt. Vorher nicht. Nicht mal als Fragezeichen. Das wird hoffentlich etwas sein, was in Kürze per Patch behoben wird, weil es ist halt auf jeden Fall ein Bug. Als ob, Junge. Eine Ruine der alten Welt, in den Fels gebaut. Was da wohl drin ist? Eine Art Tunnel. Ich sollte mich mal umsehen. Ja, dafür auf jeden Fall ein Like. Das ist ganz, ganz wild. Kleiner Trost, wir hätten hier jetzt eh nicht viel früher reingekonnt. Weil diese komische Fähigkeit mit der Metallblume haben wir ja jetzt auch erst seit, keine Ahnung, zwei Parts oder so. Aber wie geil ist das bitte? Ich port mich hin und auf einmal wird's angezeigt. Ja, Sowas aber auch. Einfach mal komplettes Symbol vergessen. Kann mal passieren. Wie gut, dass es vollständige Karten im Internet gibt, sonst hätte ich das nie gefunden. So, Sony, ich erwarte jetzt ein Jahr PlayStation Plus kostenlos, Kapi. Kriechen die scheiß Kiste da raus, Alter? Oder ist sie gar nicht für das Grünglanzgedönse? Wir werden hier wieder ganz viel Spaß haben. Ach komm, mit Anlauf komme ich darüber. Oder? Ab nach unten. Nein. Da drüben ist schon das Relikt.
Wofür ist das? So einfach wird's nicht sein. Dass dieses Ding immer noch funktioniert. Oh oh, die Tür schließt sich. Wenigstens hat man hier eine gute Durchsicht, auch bei Nacht. Ja, die Tür ist zu. Jetzt bin ich eingesperrt. Hoffentlich gibt's einen Ausgang. Als ob da jemand so gelassen reagieren würde. Ich bin eingesperrt. An diesem Ort, der nicht mal auf der Karte angezeigt wird. Hoffentlich gibt's einen Ausgang. Ich würde sofort in Panik ausbrechen. Tür ist zu. Man braucht wohl ein Schlüsselmodul. Ja, die Geschichten kennen wir ja. Was bedeutet Kappa? Verdeutlicht Ironie. Also eine ironische Aussage. Wenn ich sage, ich mag Bugs, Kappa, dann heißt das, ich mag keine. Logischerweise. Okay. Was mache ich jetzt mit dir? Welches Level hast du? Über 40. 41, 42. Ich denke eher, ich muss das nach hinten ziehen, oder? Ich glaube nicht, dass hier was ist. Ihr könnt ja auch jederzeit alles einstürzen. Ich wäre so in Panik hier drin. Und sie einfach ganz gechillt. Ist klar. Ja, ich muss das rausziehen, um dann da hochzukommen. Ist schon klar. Ich wäre nicht mal durch das Tor gegangen. Ja, ich auch nicht. Aber als Kind vielleicht. Weil als Kind ist man noch ein bisschen dumm und wagt sich vielleicht eher mal an Orte, die gefährlich sind. Einfach weil es spannend ist und aufregend. Man rechnet sich mit den Konsequenzen und der Gefahr. Hier ist nichts? Enttäuschend. Markus, danke für die Mitgliedschaft. Willkommen. Und Leon für 10 Münzen. Danke für alles, Nintendo. Du warst meine Jugend. Ohne dich wäre ich nicht so humorvoll wie jetzt. Danke für alles. Danke dir auch für alles. Kuss. Jetzt schon der Schlüssel? Ein Schlüsselmodul. Du wirst noch nützlich sein. Ich komme. Kappa Kappi ist quasi dafür da, um Sarkasmus auszudrücken ohne Emojis. Ja. Ich glaube, ich habe alles, um die Tür zu öffnen. Na also. Sunny V, danke für 2 Münzen noch vorher. Hier drin. Boah, gruselig. Hä? Da geht's nicht weiter? Ah. Wow. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Hast du die Arena-Quest gemacht? Nee. Da bekommt man auch legendären Stuff, ich weiß.
aber ist nicht geplant. Oh, ich bin wieder auf der anderen Seite der großen Tür. Ja, und wofür das alles? Ach so, Moment. Ich kann jetzt diesen Waggon rausziehen, ne? Und dann ist es echt schon geschafft? Das ist meine Chance. Laber nicht. Mein Freund guckt dich jede Nacht. Dann grüß ihn lieb. Aber warum nur jede Nacht? Oh, schnell. Come on! Okay. Und jetzt? Bin mir auch nicht ganz sicher. Also ans Ornament komme ich noch nicht ran. Grünglanz ja, aber... Hab zwar kein Interesse an dem Spiel, like aber jeden Part, Livestream und lass auch immer eine kleine Donny da. Ich weiß, Leandro, aber ich wusste nicht, dass das Spiel nicht juckt. Oha. Aber trotzdem, große Ehre, dass du dennoch immer schön reinschaust und einen kleinen Support da lässt. Das ist eine Sache, die machen viele nicht. Das rechne ich dir hoch an. Danke dir. Wirklich nötig, dass ich das 5-mal ziehen muss, bevor ich an mein Ziel komme? So, und wie geht's weiter? Oder habe ich mich geirrt und kann da doch rüber? Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben? Kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Kann man von hier darauf? Nee. Ja, gut, wenn es so ist, dann werde ich es jetzt einfach mal probieren. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ah, okay, ich hätte auch schieben können. Das wäre ein bisschen schneller gegangen als mit dem Seilzug. Gut. Okay. Nee, das schafft man nicht. Was habe ich übersehen? Das wird doch jetzt nicht nur wegen dem Grünglanz da sein. Irgendwie muss ich ans Relikt kommen. Aber wie? Ach, Moment! Man kann da klettern, aber warum? Vor allem, was soll mir der Waggon dabei helfen? Jetzt kommt mein Gedanke. Ich weiß es. Lol. I know it. Auf der anderen Seite der Tür kann man klettern. Echt? Auch? Okay, schaue ich mir danach noch an. Bin mir aber ziemlich sicher, wir müssen den Waggon dazwischen schieben. Mann, mach jetzt. Mach! Weil dann ist das hier höher gelegen. Und ich kann dann rüberjumpen, so wie ich es gerade versucht habe. Oh, was machst du denn? Schieb's rein. Okay. So sollte die Tür offen bleiben. Ja, und ich komme höher und kann hier jetzt rüber, oder? Oder? Ja, aber das sah komisch aus. Ich bin nicht sicher. Soll das wirklich so gemacht werden? Oder habe ich jetzt gecheatet? Noch ein Ornament für die Sammlung. Was für Lichter das hier wohl zeigt. Weil ihr schreibt auch alle andere Seite. Ich kann lieber mal die Demo besuchen. Aber so geht's. Lul.
Ja, da kommt wirklich noch was. Okay. Alternativlösung für Speedrunner. Geh hoch. Wir schauen noch an, was wir geskippt haben. Wird aber nicht viel sein, denke ich. Tja, ich bin halt ein Student, ja. Habe ich immer gesagt. Ja, nichts Relevantes geskippt. Zerstört auch nicht das Rätsel, also alles gut. Einfach Hacker-Dummy. True. So, dann jetzt zurück zu dem Dulli. Das ist nicht Steinhall. Bin ich doof? Hier wollen wir hin. Tommy war auf der hochbegabten Schule. Ja, ich hab zu tun. Sei willkommen, Fremde. Neue Bier wurde gestreckt. Ganz diese sicher. Das schmeckte nicht wie sonst. Das alte war ein echt gutes Bier. Ja, und kein einziges. Warum reden die ganze Zeit über Bier? Baumeister ist bei diesem Unfall gestorben. Ich glaube, hier in der Nähe ist ein Unfall. Ich bin gefallen, es ging trotzdem weg. Diese Lichter zu sehen. So trat sie wieder herein, unsere Heldin, die alle lieben. Das Feuerwerk nimmt kein Ende. Es erhellt die Nacht wie ein unendliches Fest. Konntest du weitere Ornamente finden? Das habe ich sogar schon. Hier, bitte. Wolltest du die Lichter denn ändern? Ja, wenn wir jetzt eh vorhin alle angeschaut haben, dann können wir auch das eine neue mal kurz sehen. Halloween ist das nämlich. Ich will das hier sehen. Und der Wortschmied zog los, um den Ruinen dort oben neues Licht zu bringen. Ja gut, aber am Tag auch bisschen lame. Das ist seltsamer als Funken im Wasser. Was für ein Fest feiert Fledermäuse? Bei der Schmiede, was haben sie während des Fests gegessen? Und bevor ich's vergesse, bedien dich am Inhalt der Truhe da drüben. Unsere Heldin hatte die Herausforderungen des Westens bezwungen, das Licht zurückgeholt und dafür Reichtum und Lohn erhalten. Dem werde ich nicht gerecht, aber danke. Na endlich. Da haben wir es. Rückkehr der Ahnen. Ein legendärer Häckslerhandschuh. Schade, dass ich diese Waffenart hasse. Kann man nichts machen. Ah, hat das Ding wirklich 5 Spulen? Wow. Crazy. Hast du deinen Hammer wieder gefunden? Ich werde es jetzt trotzdem mal verwenden. Vielleicht können wir es sogar noch upgraden. Nö. Boah. Da wird eine Menge gebraucht. Und das schon für die erste Stufe. Na, gute Nacht. Okay, ich nehme mit einem Gräber. Fordern wir mal die Steingräber heraus. Oder, Moment, wir überbrücken erstmal einen Bebenzahn. Auch wenn das nicht viel bringen wird. Weil der wird relativ schnell wieder die Kontrolle erlangen. Aber, Moment, kann ich das... Ich kann das doch eigentlich nur schaffen, indem ich ihn umwerfe, oder? Weil der bewegt sich doch permanent und ist viel zu groß. Ich glaube, dass das nur geht, wenn man ihn umwirft.
Aber was soll es dann überhaupt noch bringen? Knuffi ist geil, danke für 2 Münzen. Wie soll das funktionieren? Da kann ich mit dem Vogel auf ihn drauffliegen? Nee, oder? Bestimmt nicht. Mit Daten aus den Brutstätten kann ich einen Babyzahn überbrücken. Was nicht heißt, dass es einfach ist. Ja, eben. Also. Erstmal seine Spur markieren. Damit ich weiß, wie er läuft. Dann werde ich es von hinten einmal tryen. Aber ja. Schwierig. Du kannst mit Fertigkeitenpunkten auch die Dauer der Überbrückung verlängern. Okay, nice. Aber wenn man ihn nicht permanent zu sich rufen kann, bringt mir das auch nichts, eigentlich. Also das ist jetzt meines Erachtens nach nur für den Flex. Und dass man ihn halt, während er überbrückt ist, gut auseinandernehmen kann, ohne dass er sich groß wehren wird, schätze ich mal. Bleibt dann stehen? Ja gut, dann haben wir jetzt einen neuen Freund. Lol. Das macht es halt einfacher, an die Ressourcen zu kommen, die man dringend braucht. Weil er wird sich halt jetzt nicht wehren. Und während er überbrückt ist, haut man ihm halt einfach heftigen Shit rein. Hier, mit unserem Hexter zum Beispiel. Erstmal voll daneben, GG. Der ist halt zum Abtrennen da jetzt gerade. Ja. Da ist es auch schon vorbei. Gut, also Häcksler bleibt immer noch eine Waffe, die ich als Thrasher achte, selbst auf Legendär. Weil abgetrennt hat der gar nichts. Wenn überhaupt, dann sollte man das mit dem Pfeil hier machen. Keine Ahnung, wozu diese Hexer-Dinger so gebrauchen sind. Aber es funktioniert. Und wenn er länger gehorchen soll, dann einfach im Skilltree verlängern. Was ein 31er. Ja, an sich schon. Das Signal zeigt an, dass hier noch eine Aufzeichnung ist. Aber gerade diese heftig großen, starken Maschinen, das ist natürlich schwierig, ihnen da alles zu entnehmen, was man für die Upgrades braucht. Schön. Lauter Grünglanz. Und wenn sie sich nicht wehren, dann ist es natürlich ein ganz anderes Ding. Sturm hab ich echt noch nie erlebt. 4 Abrisspfeile for the win, genau. Also statt des Häckslers hätte man jetzt einfach diese Pfeile benutzen sollen und dann hätte man alle Bebenzahn-Stoßzähne bekommen. Zum Beispiel. Was ist das denn hier? Das wird irgendwie nicht. Als ob. Nicht so kompliziert. Man kann auch 2-mal überbrücken. Kurz vor Ende der Überbrückung hinter die Maschine stellen, das sieht sie einen nicht. Man muss aber auf den Timer achten. Ach so. Pünktlich am Boden ab. Ende. Kaum zu glauben, wie dieses Flugzeug reagiert. 70 Meter lang. 300 Tonnen schwer beim Starten und das wendet schneller als mein 12-sitziges Passagierflugzeug. Und es wurde erst vor ein paar Monaten aus dem Museum gerollt. Jetzt kann ich diese Schönheit auf meiner Bucketlist abhaken. Wenigstens hat er sich vor seinem Ende seinen Traum erfüllt. Sehr schön.
Okay, noch ein Flugschreiber auf entspannt mitgenommen. Dann jetzt der Steinbrecher. Aber der wird nicht so gefährlich sein, glaube ich. Nachher kommt dann noch das Maschinenrennen. Also gut. Oh, hi. Für die ganzen Flugschreiber bekommst du eine legendäre Schleuder. Ah, dann hätte ich lieber die machen sollen. Weil Schleuder mag ich. Schade, hatte ich wohl Pech mit den Reliktruinen. Selbst nach Regalas Niederlage gibt es noch Außenposten mit Rebellenverweigerern. Ich sollte den Anführer aus dem Weg räumen. Das sollte die anderen in die Flucht schlagen. Oder bin ich der Einzige, der Meinung ist, dass die Häckslerhandschuhe Trash sind? Und ich habe mich geirrt. Der sieht doch nicht so ungefährlich aus. Hierfür gibt es etwas Besseres als Feuer. Aber Level 25 klingt machbar. Eis- und Blitzschwäche, okay. Die Krallen sind wichtig. Na gut. Dann schnapp ich mir doch erstmal einen. War das jetzt echt noch ein Treffer? Also ich habe was abgetrennt, ja, aber ich weiß nicht, ob es eine Kralle war. Ja, doch. Okay, ja, sorry, ich wollte sicher gehen. Und er ist mit seiner Schaufelattacke ziemlich stark. Vor allem, wenn er sie spammt. Schluss damit. Was war das denn? Ich wollte... Oh, manchmal wird einfach die falsche Waffe und die falsche Munition ausgewählt. Ich wollte einen Bombenfall schießen. Damn it. Na super. Hast du dich jetzt ausgetobt? Ah, klasse. Jetzt hat er den Eiszustand wieder verloren. Ja, GG. Okay. Jetzt ist es der richtige Pfeil. Kaboom! Coole Attacke. Nur meilenweit daneben. Also bis jetzt habe ich zweimal einen Matchball hergegeben. Aber wie dieser Bombenfall daneben gehen konnte, ey. Das muss ich mir nachher auch nochmal anschauen. Kriegen wir aber hin, ja. Naja. Sein Schaufler ist effektiv, aber wenn er mich nicht findet, dann nützt ihm das auch nichts. Na komm. Gar nichts getroffen. Oh, ich will meine Schleuder wieder haben. Ganz ehrlich. So. Jetzt machen wir kurz einen Prozess hier. Diese Erderschütterungen hindern mich leider immer wieder daran zu zielen. Gott, ist der nervig. Thank you.
Lass es jetzt. Und stirb. Sehr effektiv. Hier geblieben. Sieht aus wie eine Moldura. Stimmt. Ist halt echt so. Okay, Planänderung. Feuermoldura. Einer noch. Na komm, mach. Hallo? Oh. Cool. Man muss nur aus dem Schaufler-Radius raus. Dann ist es eigentlich kein Problem. Im Gegenteil, es nervt sogar richtig. Epic. Wird Zeit für das Maschinenrennen. Wird sich ja auch ein Trigger fest. Wenn du seine Klauen zuerst abtrennst, kann er nicht mehr unter die Erde. Okay, das ist cool, aber der hatte ja mindestens 4. Also es ist auch nicht so einfach. Dennoch guter Tipp. Dankeschön. Hier haben wir eins. Die Maschinenreiter von vorhin. Die von dem Wettrennen. Ich frage mich, was die vorhaben. Na, ein Rennen. Ihr reitet Maschinen, ne? Wer hat euch das beigebracht? Hey, Trupp. Hier ist wohl jemand lebensmüde. Wow. Seht nur die Haare. Was? Hat sich da jemand in der Wüste verirrt? Hey, hey, was sagen die Ostländer uns doch gleich nochmal nach? Ach ja, dass wir Blut trinken, stimmt's? Vielleicht holen wir uns deins. Versucht's doch. Forderst du uns heraus? Ruhig bleiben, Josek. Du willst dich sicher nicht mit der Streiterin anlegen, die Regala auf den Flügeln der 10 besiegt hat. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Fremde. Wir hatten alle unseren Spaß. Die Straße ist davon. Diese Maschinen, die gehörten Regala. Aber ihr wirkt nicht wie Verweigerer. Wer seid ihr? Woher habt ihr die Maschinen? Wer bei uns etwas will, tritt in einem Rennen an. Wenn du zuerst im Ziel bist, beantworte ich dir deine Fragen. Aloy, habt ihr eine Maschine? Das Rennen ist voll. Eigentlich ist gerade ein Platz frei geworden. Okay. Wie sind die Regeln? Nicht sterben. Das wird der Hammer. Klappe, Päcker. Hier lang, Grünschnabel. Zu deiner Reitmaschine. Na, die sind aber alles andere als sympathisch. Naja, was soll's. Wir werden hoffentlich gewinnen. Aber ich find's cool, dass sie auf die Ereignisse mit Regala reagieren. Du hast einen Bogen dabei. Gut. Setz ihn ein, wenn du gewinnen willst. Gegen die anderen Teilnehmer? Wenn ich tun sie's. Wir gehen aufs Ganze, wenn wir die Rennstrecke betreten. So lohnt sich die Sache. Du kannst einen Testlauf machen, wenn du magst. Sag Bescheid, wenn du ernst machen willst. Nee, ohne Test. Let's go. Ich bin soweit. Ab auf die Strecke. Das ist ja assi.
Oh, ich glaube, ich kann diese Pfeile aufnehmen. Ja, Tatsache, weil ich kann auch mit dem Pfeil schießen. Oh, Alter. Eigentlich müsste der tot sein. Ach nee, das sind nur Betäubungspfeile. Der Pfeil ist extra für dich, Grünschnabel. Die schießen auch. Ja, wir müssen die aufhalten da vorne. Wichtig. Yes. Aus dem Weg. Wir haben genug Mario Kart gespielt. Das schaffen wir. Die Erfahrung zahlt sich aus. Warte, man hat noch andere Pfeile? Nee. Warum dreht sie sich um, wenn sie gerade überholt wird? WTF? Ja, alles klar. Macht Sinn. Come on, was ist das? Ich hol dich von den Beinen. Ich will jetzt nicht wegen Betrug verlieren. Oh, schon wieder. Na, wie ist das? Brauch mehr Pfeile. Brauch mehr Pfeile. Halt ab, Mann. Warum zur Hölle bleibst du stehen? Hab dich! Oh Gott! Aber das ist schon cool. War eine gute Idee der Entwickler. Ach, man wechselt die Pfeile, sobald man einen Köcher einsammelt. Ah, okay. Alles klar. Hör auf, du Geisteskranker. Wie weit ist es noch? Wahrscheinlich werde ich wie in Mario Kart Wii auf der Ziellinie überholt. Okay, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Schon lange nicht mehr getroffen worden. Ist das das Ziel? Let's go! Nein! Mach! Ja! Hier, dein Preis für den Rennsieg. Hast du verdient. Du schuldest mir ein paar Antworten. Ich bin Atta. Was die Herkunft der Maschinen angeht, die meisten von uns waren mal Rebellen. Wir dachten, in Regalas Armee könnten wir in einem echten Krieg kämpfen, gegen die Kaja. Doch Regala schlachtete unser eigenes Volk kaltblütig in Fahrlicht ab. Nach Rückkehr ins Lager schlichen wir mit unseren Reitmaschinen hinaus und blickten nie zurück. Seitdem tragen wir Rennen in den Clandanten aus. Wir fanden, allein sind wir besser dran. Keine Regeln, keine Häuptlinge. Nur schnelle Reitmaschinen und der Geschmack von Blut. Klingt nicht allzu übel, würde ich sagen. Wo ist dein stiller Freund? Der mit der Maske. Er war nicht im Rennen. Er hat dir seinen Platz überlassen. War bestimmt das Beste. Warum sagst du das? Er hat noch kein Rennen verloren. Wäre er hier geblieben, hättest du keine Antworten bekommen. Mag sein. Weißt du, Hex hat eine neue Rennstrecke ganz am Ende des Tieflandgebiets entdeckt. Direkt am Strand. Wenn du dorthin gehst, ist vielleicht ein Platz für dich frei. Falls ich mal dort bin, überlege ich's mir. Aloy, bist du zum Rennen hier? Das Mario Kart der Post-Apokalypse. Ja, aber schon cooles Minispiel. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, der Stream hat euch auch gefallen. Wir sind durch für heute. Und ich glaube, das nächste Mal gibt es das große Finale von Horizon Forbidden West. Like da lassen und nicht verpassen, sag ich da nur. Bis dann und ciao.